Ja, herzlich willkommen bei der B2B-Wirtschaft. Das Herzstück der Wirtschaft ist einfach in den Banken und wir sind zu Gast bei der VR Bank in Holstein, hier in Pinneberg. Andreas Jeske, Stefan Witt, vielen, vielen Dank. Die Bilanzpressekonferenz ist durch, aber das sind ja nur die Zahlen fürs normale Volk. Uns interessiert natürlich, was hat das für die Wirtschaft, für den Mittelstand zu bedeuten. Ja. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir haben ein Jahr hinter uns, Pandemie. Ich weiß noch, vor einem Jahr hier war super kompliziert, alles war geschlossen, die Mitarbeiter wurden nach Hause verlagert. Wie hat sich das in der Bilanzsumme niedergeschlagen? Ja, in der Bilanzsumme kann ich sagen, sind wir wirklich sehr zufrieden. Ja. Also das trotz Corona, trotz Pandemie, trotz aller Einschränkungen, da wird der Kollege bestimmt nachher auch nochmal einiges zu sagen, haben wir ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 hinter uns. Bilanzsumme ist gestiegen auf 3,25 Milliarden Euro. Und das Ganze getrieben wirklich auf beiden Seiten der Bilanz, insbesondere aber durch die Baufinanzierung. Das haben ja viele nicht für möglich gehalten, dass so im Zeichen der Pandemie, dass vielleicht vieles einknickt und dass vielleicht auch der Baufinanzierungssektor betroffen ist. Aber es war definitiv nicht so. Das ist bei uns der Treiber auch im Wachstum und in der Bilanz gewesen. Also wir haben über 1074 private Baufinanzierungen betreut im Jahr 2020. Und insgesamt über 200 Millionen Euro wirklich Wachstum auf der Kreditseite. Und das ist ein Treiber bei uns im Geschäft gewesen und darüber sind wir froh. Also wir sind da, dürfen wir glaube ich sagen, gesuchter Partner in der Baufinanzierung, ob das jetzt im Großprojektebereich ist oder ob das im Häuslebau ist, auf beiden Seiten. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, was machen denn so die Firmenkunden? Weil das ist, da sehen wir die Hotels, die Gastronomie, die Eventbranche, also einige Bereiche, die es wirklich sehr, sehr, sehr schwer hatten im letzten Jahr. Wie hat sich das entwickelt? Ja, wir haben natürlich im Bauträgergeschäft und im Immobiliengeschäft wirklich eine resiliente und sehr stabile Situation. Aber gerade in den Branchen, die Sie jetzt eben genannt haben, haben wir natürlich auch durch die Corona-Krisen, durch die Schließungen, doch Tilgungsaussetzungen und Stundungen mit verschiedenen Gewerbekunden durchziehen müssen. Eine Hand wäscht die andere bei uns in der Geschäftsbeziehung. Also wir sind füreinander da und haben die Tilgungen wirklich zurückgenommen für diese Klientel. Die meisten sind aber wieder eingesetzt seit 2021, sodass wir im Moment für das Kreditbuch, das wir haben, noch keine wesentlichen Verwerfungen haben. Das haben wir gesagt, im Jahr 2020 kommt wahrscheinlich in 2021, aber auch nach dem ersten Quartal können wir nichts feststellen, was jetzt ausfallgefährdet ist, was letztendlich dann über die Maßen hinausgeht. Ja, das kann man ja auch sagen, dass für die, so wie der Kollege das sagt, für mal, die besonders betroffenen Branchen ist das ja ein super hartes Jahr. Es ist es ja noch. Ne, ob es jetzt das Veranstaltungsmanagement ist, ob es die Gastronomiebranche ist. Wenn man jetzt höher in den Norden geht, ja sehr die Tourismusbranche betroffen. Gut, wir sind jetzt, wir sagen immer, sehr betonlastig, also im Bereich der Immobilienfinanzierung. Deswegen sind wir nicht so stark betroffen. Aber die anderen Branchen, so wie der Kollege sagt, da haben wir wirklich mit Mann und Maus wirklich die Verteidigungslinien hochgehalten und für die Kunden auch Fördermittel beantragt. Ne? Also Liquiditätshilfedarlehen bei den meisten proaktiv, weil sie gesagt haben, wir antragen lieber, bevor wir dann in ein Loch fallen. Das hat gut geklappt, aber da muss man auch wirklich sagen, da haben wir an der Leistungsgrenze gearbeitet, gerade mit der Marktfolge, mit unserer Kreditabteilung, die letztendlich dann die entsprechenden Beschlüsse schreiben musste. Da kam schon, sag ich mal, nach dem März eine recht große Welle auf uns zu, die wir dann abarbeiten mussten. Aber es hat gut geklappt für die Bank, als auch dann im weitesten Sinne für alle, die in irgendeiner Weise ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend hatten. Jetzt wusste ja keiner, was kommt im April, Mai letzten Jahres. Ich höre von vielen Unternehmern, dass gerade in dieser schwierigen Zeit, dass sie halt wie immer bei einer überregionalen Bank ein Callcenter dran hatten oder wo auch immer in Frankfurt gelandet sind. Da landet man bei Ihnen ja tatsächlich noch in Pinneberg oder in der Stadt, wo man jetzt gerade sitzt, ob in Elmshorn oder in Bad Bramstedt oder in Henschild-Ulzburg. Wie hat das bei Ihnen den Aufwand bei den Mitarbeitern nach oben getrieben? Weil der muss ja gigantisch gewesen sein dann. Ja, es war schon auch wirklich extrem in der ersten Zeit. Weil so wie Herr Jeske auch sagt, erstmal weißt du ja nicht, was auf dich zukommt. Das geht ja auch den Gewerbetreibenden erstmal so. Die wussten ja auch nicht, was auf sie zukommt. Was bedeutet Lockdown? Was bedeutet das für meinen Betrieb? Was bedeutet das eigentlich für meine Mitarbeiter, die ich habe? Kurzarbeit, das sind ja alles Themen, die sind ja in Windeseile gekommen.
So im Dezember oder Januar kam ja dieses Thema Corona hoch und im März war nachher schon Lockdown auch angeordnet. Und da hatten wir uns schon darauf vorbereitet. Also wir haben schon im Vorgriff darauf, haben wir im, ich glaube, Dezember oder Januar, haben wir schon einen Großteil unserer Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet, weil wir vorsichtig vermutet haben, dass etwas auf uns zukommen könnte und vielleicht auch das Thema Mobilarbeit oder Homeoffice dabei ist. Und deswegen konnten wir relativ schnell diese Karte ziehen, auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben Abteilungen getrennt und haben dann aber diese Abteilungen, die genau für diese Anträge unserer Firmenkunden auch zuständig sind, wirklich so aufgerüstet und aufbereitet, dass wir die Anfragen dann auch gut bearbeiten konnten. Aber so wie er jetzt gesagt, das war dann auch schon an der Leistungsgrenze und wir haben uns um unsere Kunden, unsere Bestandskunden gekümmert, weil ja, es waren auch Anfragen von Kunden anderer Banken, von Großbanken, die gesagt haben, ja, wir kommen bei unserer Bank nicht durch und könnt ihr uns helfen? Und da waren wir aber erstmal wirklich bemüht, unsere Bestandskunden zu betreuen. Und das haben wir auch geschafft. Aber wir leben vom direkten Kontakt. Jeder Gewerbekunde, jeder Firmenkunde, jeder Privatkunde hat direkte Durchwahlen. Und wenn es dann nicht passt, haben wir ja unser Kundendialogcenter, also unsere Digitalbank, die gerade die digitalen Medien bewegt, die Zugangswege, die immer für den telefonischen Kontakt da sind, auch sag ich mal, die Serviceleistung und jetzt auch die Beratungsleistung auch digital in Videoberatung ähnliches durchführt. Also die Corona-Krise hat schon als Katalysator für die neuen digitalen und digital hybriden Vertriebswege gestanden, die wir jetzt auch parallel dazu im Jahr 2020 und jetzt 2021 stark ausgebaut haben. Ja, also die Nähe ist nicht nur durch die Präsenzfilialen, sondern auch sag ich mal, durch die digitalen Wege da. Wir sehen ja, dass auch die Kunden, sag ich mal, weniger in die Geschäftsstellen kommen wie vorher, vor Corona-Zeiten und viel mehr jetzt, sag ich mal, auch im Online-Banking-Bereich unterwegs sind, die Apps, die wir anbieten, nutzen, als auch, sag ich mal, dann das Kundendialogcenter. Sie haben gesprochen von dem im Moment noch niedrigen Zinsniveau bei den Hypotheken. Man hat ja das Gefühl, dass quasi jeden Nachmittag irgendwie eine Milliarde neu gedruckt wird in Frankfurt. Und viele vermuten, dass wir in eine Inflation, in eine Zinssteigerung reinkommt. Wenn ich sie jetzt beide schon mal hier habe, egal ob für privat oder für gewerblich, ist der Tipp jetzt noch schnell eine Immobilie besorgen oder wie denken Sie, wird sich der Markt entwickeln? Na, ich würde das mal vorsichtig beantworten wollen. Jetzt noch schnell ist immer eine falsche Entscheidung. Ja. Weil man muss schon schauen, dass wenn man investieren möchte heute, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eben in Immobilien zu investieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Wertpapieren zu investieren. Also es gibt nicht so den Königsweg. Die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Cluster und Asset-Klassen, das ist eigentlich so dieses Ziel. Jetzt loszulaufen und zu sagen, ich kaufe noch schnell eine Immobilie, das kann tatsächlich auch mal nach hinten losgehen, weil wenn wir uns die Preisentwicklung angucken, die ist ja auch in der Corona-Zeit stetig bergauf gegangen. Und natürlich kann man noch gute Immobilien finden, auch zu einem vernünftigen und guten Preis. Aber bei einigen Immobilien ist der Preis auch schon ein bisschen vorweggelaufen. Also insofern, da würde ich dann auch nicht raten, das noch zu erwerben und dann eher mit unseren Beratern in der Vermögensanlage mal zu sprechen, um vielleicht alternative Dinge zu finden. Kann ich vielleicht nochmal erläutern? Also die viele Kunden, die wirklich viel Geld auf dem Konto haben, sagen, das lagert da, um tatsächlich in Immobilien einzusteigen. Sie suchen und suchen und suchen und die Preise laufen weg und es wird immer unschöner für den Bauch, sage ich mal, tatsächlich zu investieren, weil die Frage der Immobilienblase ja über allem hängt. Wir sehen die noch nicht für unseren Bereich hier nördlich von Hamburg, aber wenn man etwas investieren will, dann kommt man immer weiter von der Hamburger Randzone weg in die Peripherie, aber auch da ist es relativ teuer geworden. Und der Mix, sage ich mal, der Anlagen für die Kunden, das ist wichtig, darum beraten wir auch, also diversifiziert. Und im Moment sehen wir ja, dass das Geld seine Wege findet, nämlich rein in die Wertpapiermärkte, die schon nach der Corona-Krise im letzten Jahr, im April, Mai, wieder anfingen zu steigen und jetzt mit über 15.000 Punkten einen neuen Rekord erklommen haben. So, insofern, aus dem Mix wird es gut. Ja, also jetzt kreditfinanziert für einen Privatanleger noch irgendwas
schnell mal zu kaufen, das wird schwer und wir empfehlen es auch nicht unbedingt. Wobei die Investition in die eigenen vier Wände, zu sagen, also ich finanziere mir jetzt mein Heim, wo ich mit meiner Familie dann noch leben möchte, hat natürlich bei diesem historisch niedrigen Zinsniveau auch seine Vorteile. Ne? Also das ist durchaus angemessen, darüber nachzudenken. Aber auch da sagen wir immer, und das ist auch jetzt mal der Auftrag unserer Beraterinnen und Berater, man muss auch schauen, trotz niedriger Zinsen ist es zurückzahlbar. Wie entwickelt sich das eigentlich in den Kosten? Man muss auch aufpassen, nicht, dass man bei diesem niedrigen Zinsniveau später nicht irgendwann mal überrascht wird, also über Zinsbindung nachzudenken. Also diese Entscheidung, die man in der Regel einmal im Leben trifft, in die eigenen vier Wände zu investieren, die soll auch gut überlegt sein. Wir würden sie nicht empfehlen, übers Internet direkt zu machen, sondern eher bei unseren Beraterinnen und Beratern. Sie haben das Thema Wertpapiere angesprochen. Auch die VR-Bank in Holstein hat ja Anteilseigner, sprich Genossen. Was dürfen die denn erwarten nach einem Pandemiejahr mit viel Chaos? Aussetzung, geht's rauf, geht's runter? Was ist da zu erwarten? Das Jahr 2020 ist, wenn man die Zahlen wirklich mal ansieht, wirklich gut gelaufen. Also im Vergleich zu dem, was wir an Empfindungen hatten im Unternehmen als auch draußen, sind die Zahlen letztendlich, die zum Schluss abgerechnet wurden, relativ gut. Und wir haben Risikovorsorge getrieben, da sagst du sicherlich noch was dazu, aber wir haben auch Geld verdient und dieses Geld wird natürlich, sag ich mal, unseren Anteilseignern, unseren Mitgliederinnen dann weitergegeben. Wir schlagen also dann in der Aufsichtsratssitzung heute vor, dann tatsächlich die Dividende von 4,5% in der Vertreterversammlung beschließen zu lassen. Das ist genau die gleiche wie im letzten Jahr. Insofern geben wir, sag ich mal, den Erfolg, den wir haben, an unsere Mitglieder weiter, die ja auch im weitesten Sinne auch unser Eigenkapital mittragen. Ja, wenn ich für die Mitglieder gefragt habe oder für potenzielle Genossen, die dazukommen, muss ich natürlich auch fragen, wie geht es weiter bei der Bürgerstiftung? Die VR-Bank hat eine Bürgerstiftung, die VR-Bank in Holstein Bürgerstiftung. Wir haben das Wort siebenmal gesagt, aber die Wichtigkeit, ich rechne das später ab, aber die Wichtigkeit für die Region ist natürlich auch wahnsinnig groß, weil das wird natürlich in den Vereinen als ganz, ganz wichtiger Pfeiler genommen, diese Unterstützung. Auch da die Frage, Pandemie, müssen sich die Vereine darauf vorbereiten, dass zurückgefahren wird oder bleibt es stabil oder geht es nach vorne? Wir haben drei Möglichkeiten, das Ehrenamt zu stärken in unserer Region, durch die Bürgerstiftung selber, aber auch die Bank hat Spenden- und Sponsoring-Tätigkeiten und wir haben das sogenannte Crowdfunding, also wo letztendlich ein Projekt vorgestellt wird und über Fernstrukturen Geld eingeworben wird, das wir dann verdoppeln. Das sind die drei Pfeiler. Wenn die Bürgerstiftung jetzt grundsätzlich mal am Arbeiten ist, dann ist es so, dass wir wirklich Geld haben, das wir kaum unterbringen können in Projekten. Das heißt, ich brauche Projekte aus der gesamten Region, die uns angetragen werden, damit ich überhaupt in die Lage versetzt werde, das Geld, was wir haben, umzusetzen. Die Bürgerstiftung ist im letzten Jahr um 250.000 Euro im Dotationskapital, im Stiftungskapital ergänzt worden, sodass sie noch mehr Möglichkeiten hat. Und wir haben über die Zweckerträge des Gewinnsparens über 200.000 Euro an Bord, die wir unterbringen möchten. Und das fällt nicht immer leicht. Wir suchen zum Schluss des Jahres immer noch, wo wir dann spenden können. Insofern ein Aufruf an alle Vereine, die jetzt, sag ich mal, in der Corona-Krise restaurieren wollen, renovieren wollen, neue Sachverhalte ansteuern wollen, kommen Sie auf uns zu. Die Förderzwecke sind im Internet letztendlich dann niedergelegt. Es gibt ganz breite Förderzwecke über Sport, Kultur, Familie, Kinder und so weiter. Rentner, wo letztendlich dann auch diese Projekte untergebracht werden und positiv gewertet werden. Ich glaube, wir haben ja auch im letzten Jahr im Rahmen der Corona-Krise ein extra Förderprogramm nochmal für Vereine aufgelegt, weil die sind natürlich sehr, sehr stark betroffen im Moment, das muss man ja wirklich sagen. Und es ist ja gar nicht das, sagen Ihnen ja heute die Vereinsvorstände und Vereinsoberhäupter, sagen Ihnen das ja auch. Es ist gar nicht mal so, dass es deutlich, also dass ein deutlicher Mitgliederschwund da ist. Also es gehen genauso viele Mitglieder bei den Vereinen wie früher auch. Es sind immer mal welche, die dann eben also wegziehen oder ein berufliches Umfeld sich verändert. Also es kommen weniger Mitglieder oder es werden weniger Mitglieder, aber es kommen keine neuen dazu. Und da liegt ja die große Problematik bei den Vereinen.
Und das erwischt die im Moment auf dem kalten Fuß. Und deswegen haben wir auch da im letzten Jahr ein kleines Förderprogramm aufgelegt und haben gesagt, die Vereine können sich bei uns bewerben, gerade bei der Bürgerstiftung. Und da haben wir ja auch unkompliziert und schnell geholfen. Genau. Und da sieht man manchmal, es müssen ja auch nicht immer 20 und 30 und 40.000 Euro sein, sondern ein wirklich kleiner Verein. Was haben die sich gefreut, wenn sie 500.000 oder 1.500 Euro mal bekommen haben, weil sie damit einfach, ich sag mal, ihr Vereinsleben weiter aufrechterhalten konnten. Und das ist manchmal sehr, sehr wertvoll. Und natürlich ist das in der Presse immer wunderbar, wenn oben steht, Mensch, 30, 40, 50.000 Euro gesponsert. Aber wir sehen unsere Verantwortung eben auch bei den vielen, vielen kleinen Vereinen in unserer Region. Und da, ich glaube, sind wir sehr gut unterwegs. Also ich fasse. Da können wir noch mal einen draufsetzen, wenn ich darf. Das möchte ich noch unterbringen, Sterne des Sports. Also gerade für die Vereine ist es so, die können über die Sterne des Sportes, das ist eine Initiative des Bundessportbundes mit den Genossenschaften, dass Projekte vorgestellt werden, die in irgendeiner Weise, sag ich mal, den Verein charakterisieren, Inklusion oder ähnliches. Und im letzten Jahr haben wir mit einem Verein den vierten Bundesplatz errungen. Es geht also vom Land, vom Kreis über das Land zum Bund und waren sehr erfolgreich. Das betreut im Übrigen unser Kollege Uwe Augustin sehr, sehr stark. Da hat er Herzblut drin und der Aufruf, auch in diesem Jahr wieder beim Sterne des Sports teilzunehmen, den wollten wir auf jeden Fall heute nochmal setzen. Ich fasse zusammen, das Herz der Wirtschaft schlägt ruhig. Gewinn wurde gemacht. Es wurde mehr Geld zurückgelegt in die Risikovorsorge. Die Dividende ist über 4% und die Fördermittel für die Vereine stehen. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle, auch an Sie beide. Ja. Und freue mich auf weitere gute Nachrichten. Wir können sie alle gebrauchen. Ja, wir sagen auch vielen Dank. Ja. Vielleicht Schlusswort auch von unserer Seite, weil nur wir beide würden das ja nie hinkriegen, das Geschäft. Dieses Geschäft geht nur, weil wir Kunden und Mitglieder haben, die uns vertrauen. Und weil wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die zu uns halten. Und da gilt unser besonderer Dank. Ohne die würden wir das alles gar nicht schaffen. Vielen Dank. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.